Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal ein Unboxing. Ich habe mir eine neue Maus gekauft, die Logitech G203. Und die packen wir jetzt aus. Entschuldigung, dass die Qualität so schlecht ist. Ich filme das Ganze mit einem Handy. Und ich habe auch ein Stativ hier, das geht nicht so ganz. Deswegen kriegt ihr jetzt leider nur die Ansicht von der Seite, wenn ich es auspacke. So. Anders kann ich es nicht machen. Dann hier hinten ist irgendwas zum Abziehen. Ich sollte es vielleicht so machen. So. Und jetzt kann ich hier aufmachen. Oder auch nicht. Das Ding hier. Durch, so. Das klebe ich hier gleich fest, dass es nirgendwo anders kleben bleibt. So. Hier drinnen ist eine Anleitung. Wichtige Sicherheitshinweise. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Die lese ich mir gleich durch. So. Und hier ist die Maus mit Kabel. Einmal ein Logitech G Aufkleber. Und so ein Heft, logitechg.com. Vielen Dank, dass du dich entschieden hast für Gaming mit Logitech G. Oh, hier ist die Maus drin. Hier ist das Logitech G Logo. So. Das ist die Maus. So sieht sie jetzt aus. Das hier ist später beleuchtet. Wir haben hier Tasten. An der Seite hat die auch zwei Tasten. Hier und da. Hier ist eine Taste, um die DPI, glaube ich, umzuschalten. Und man hat hier leider nicht, wie bei den anderen Logitech-Mäusen, dass man das Mausrad nach links und rechts drücken kann. Das hier ist meine alte Maus. Hier kann ich halt noch nach links und rechts. Das war halt sehr praktisch. Habe ich jetzt halt hier halt leider nicht. Ja. Mal schauen. Dann den Draht hier wegmachen. Er ist komplett fit. Ich muss fit. So. Wie lang ist das Kabel? Naja, das ist ordentlich lang. Circa 2 Meter sogar. Das ist gut, dass das so lang ist. So. Ich stecke die jetzt halt einfach mal schnell an. Und mal schauen, was die gleich macht. Okay. Das Licht geht an. Mein PC sagt, Gerät wird eingerichtet. Es wechselt die Farbe. Mir gefällt das schon mal auf jeden Fall. Sieht geil aus. Auf der Kamera sieht man es nicht so gut. So, ich kann die Maus auch jetzt verwenden. Ja. Ich werde jetzt mal gleich auf den PC umschalten und dann euch zeigen, wie die Software aussieht. So, ich bin jetzt halt am PC. Ihr seht jetzt mal meinen Bildschirm und die Maus auch noch eingeblendet, damit ihr auch die Veränderungen seht. Hier ist die Logitech G Hub Software. Die öffne ich einfach mal. Startet. Discord will autorisieren. Nein. Jetzt nicht. Das mache ich außerhalb der Aufnahme. Sonst seht ihr meine Freunde. So. Willkommen bei Logitech G Hub. Lass uns anfangen. Okay. Setze dein ganzes Potenzial frei. Entdecke unsere Community. G Hub starten. So.
Alles klar. Und hier ist meine Maus. Ich sehe hier auch immer die aktuelle Farbe gleich angezeigt. Das ist jetzt das Standardprofil. Desktop. Jetzt kann ich hier einfach draufklicken. Ich verwende einfach so mal meine alte Maus jetzt halt noch, damit ihr die neue seht. So. Okay, hier kann ich irgendwie Rate einstellen, keine Ahnung, was das genau ist. Die Helligkeit. Jetzt leuchtet es überhaupt nicht, obwohl es 1% ist. Jetzt so ein bisschen. So. Farbwelle ist das aktuell. Hier gibt es unterschiedlichste Effekte. Und Horizontal. Ich kann es auch andersrum machen lassen. Ich wähle jetzt halt einfach mal zum Beispiel hier Audio-Visualizer aus. Dann kann ich doch theoretisch hier, wenn ich rede, müsste es eigentlich angezeigt werden, oder? Geht das? Das muss ich, glaube ich, in den Einstellungen erst umstellen. Oder? Muss ich umstellen. Dann Screen Sampler. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt mal Desktop gehe, dann ist blau. Wenn ich OBS öffne, keine Ahnung. Jetzt ist wieder dunkel, weil ich hier den G-Hub eben öffne. So. Dann. Keine Ahnung, wie genau das hier geht. Ich check's nicht. Was haben wir noch? Farbmischung. Da ändert sich irgendwie einfach so die Farbe so langsam. Keine Ahnung. Farbwelle ist das, was standardmäßig eingestellt war. Atemeffekt ist, dass es heller wird und dunkler. Dann Wechsel. Hier wechselt es einfach die Farbe. Und feststehen kann ich einfach eine Farbe einstellen. Mir gefällt die Farbwelle ganz gut und den Audio-Visualizer muss ich noch einstellen. Dann gibt es hier noch Freestyle. Da kann man irgendwie die drei Sachen selbst einstellen. Und selbst das hinzufügen. Und wieder entfernen. Ja. Und Animationen, Effekt. Keine Ahnung, was das ist. Ich wähle es einfach mal aus. Das ändert irgendwie nur die Farbe. Dann Red, White and Blue. Vertikal. Keine Ahnung. Ich lasse mal hier auf Farbwelle. Dann ist das Light Sync. Dann kann ich hier noch irgendwie Profile hinzufügen. Gibt es hier oben Einstellungen? Okay. Dann Zuweisungen. Hier kann ich sämtliche Sachen zuweisen. Zum Beispiel ist jetzt hier vor und zurück drauf. Linke und rechte Maustaste und der Mittelklick. Und auf der Zusatztaste hier in der Mitte ist noch der DPI-Wechsel. Den DPI-Wechsel brauche ich im Normalfall aber nicht. Das G-Shift habe ich, keine Tastatur, die es kann. Hier gibt es halt sämtliche Befehle und so, die man hier drauflegen kann. Ich kann hier einfach nur irgendwelche Tasten zuweisen. Ich kann hier Aktionen für Discord,
Geil, dass das geht. Und ich kann hier OBS. Geil. Dann kann ich hier noch die Empfindlichkeit einstellen. Und das sind scheinbar die vier das dürften die vier Einstellungen sein, die die Maus da hat, wenn ich auf die Taste drücke, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich schaue es mir gerade auch erst zum ersten Mal an. So, ich gehe mal schnell nochmal in die Logitech Options für meine alte Maus, um zu wissen, wie viel DPI die hat. Kann ich das irgendwo sehen? Hier kann ich halt noch nach links und rechts, das ist halt der Vorteil. So, Zeigergeschwindigkeit, keine Ahnung. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie viel DPI die hat. Ja, jetzt halt mal schauen, wie gut die neue Maus funktioniert. Ich habe es jetzt wieder ausgeblendet, damit ich die jetzt halt verwenden kann, ungestört. Also, ich finde die schon mal ganz angenehm für die Hand. Die ist halt was neu, ungewohnt, was anderes. Das Klicken ist ungefähr gleich laut. Und ja, die Tasten an der Seite sind halt deutlich lauter bei der neuen. Das Mausrad fühlt sich halt auch irgendwie komisch an, weil es so eckig ist und nicht so abgerundet. Aber an sich als Ersatzmaus erstmal nur finde ich die schon ganz gut. Vor allem das Licht gefällt mir. Man sieht es halt nicht, wenn man seine Hand drauf hat, aber sonst sieht es geil aus. Ja. Muss nur noch die DPI passend einstellen dann. Also so ist schon eher etwas zu schnell. Und das andere davor ist zu langsam. Ich hoffe, ich krieg das hin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten.